So. Meine Damen und Herren, Barclays Premier League. Herzlichen Glückwunsch. Wir dürfen ran. Und ja, gerade noch Northampton, der Sieger MFL Cup. 90. Minute wieder so ein Last-Minute-Ding. Und schon geht's wieder in die Liga ran. Ein Tag Verschnaufpause und schon ist wieder die volle Konzentration gefordert. Northampton auf Platz 6. Gerade nicht mehr drin. Die 11 Platzierten aus West Bromwich. West Bromwich Albion auf 11 Mittelfeldmannschaft. Und ja, wir sind gespannt, was denn heute so geht. Dos Santos sieht Loni in einem Pass der absoluten Grazie. Aber Loni scheitert erstmal am Keeper. Gut, er war auch. Der Keeper war auch sehr nah dran. Der passt sehr nah zum Tor. Musste man nicht wirklich machen. Aber ist in Ordnung. Hooper. Das war komisch. Das war komisch. Hätte es ja nicht mal ein G drin. Egal. Und ab nach vorne. Loni. Ja, da geht es erstmal offensiv los. Genauso wollen wir Northampton noch sehen. Hooper. Hooper. Ja, Loni vielleicht mit einer Grätsche. Nein, er kommt da nicht an den Ball. Und wir erinnern uns zurück hier, Dingens, Cardiff war 1-0 hinten und dann innerhalb von 4 Minuten 2-1 gewonnen. Und dann war 60 Minuten genauso super engagiert, genauso gut wie jetzt. Und dann haben sie es am Ende einfach aufs Maul bekommen. Und das gilt es hier zu vermeiden. Morris, Eckball. Clarindo dos Santos, der Name, ey, hört sich super an. Loni ist da, Kopfball, aber erstmal nichts. Am Manko vielleicht einen zweiten Versuch, haut direkt drauf. An allen vorbei, naja, war ein guter Versuch. Ist Loni verletzt? Wir hoffen es nicht. Das wäre das Letzte, was mir jetzt passieren sollte. Und Myhill. Weg den Scheiß. Andere Richtung. Gary Deegan. Langmead gut verteidigt. Northampton mit dem nächsten möglichen Angriffsversuch. Loni, naja, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht, Herr Schiedsrichter. Ich meine, bin ich nicht eher das Opfer der Gesellschaft? Okay, bei der Situation war ich es nicht, da muss man ehrlich sein. Aber nicht so wichtig, die Gary Deegan. Das hätte jetzt noch gefehlt. Das wäre die Krönung von diesen ersten 20 Minuten, wenn Gary Deegan sich durch die Abwehr mogelt. West Bromwich, sie halten momentan dicht und es könnte ihr großes Glück sein. Denn wenn Northampton einmal unaufmerksam ist, wenn sie einmal die Chance bekommen, West Bromwich, dann ziehen sie hier durch. Dann wird es für Northampton schwer, was draus zu machen. Hooper! O'Donovan! Aber Myhill, geistesgegenwärtig aufgesprungen. Hat hier alles richtig gemacht. Und es bleibt glücklicherweise aus Sicht der Gäste hier beim 0-0. Hooper. O'Donovan. Na, er hätte jetzt auf Loni legen können, klar. Hat sich aber richtigerweise, muss man sagen, für die andere Variante entschieden. Dos Santos flankt rein. Hooper. Na, der hätte Dos Santos vielleicht noch ein paar Schritte gehen können. Eventuell ein bisschen früher, aber kein Problem. Sigali, sie holen sich den Ball wieder. Sie spielen engagiert, sie spielen gut. Morris war im Abseits. Das wird abgepfiffen, ja. Ich habe halt gehofft, dass er auf jeden anderen außer Morris spielt. Er spielt auf Morris. Das war klar. Ich glaube, die Engine spielt automatisch auf den einzigen Spieler im Abseits von allen vier, die vorne sind gerade. Wo war denn das gerade? Nach Rulu Paulsen? Linksverteidiger. Oh, 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 hier Dingens ist weg. Dankeschön. Carmona. Hoppla, wurde aus dem Verkehr gezogen, so wie ich das sehe. Das kann mich nur positiv freuen. Ah, schade. Man hat gesehen, er wollte Loni gerade zur Drehung ansetzen. Was war das denn? Wollte Loni gerade zur Drehung ansetzen zum hohen Steilpass auf seinen Gegner. Der Verteidiger blitz. Schnell, geistesgegenwärtig, super gemacht. Muss auch in manchen Situationen einfach mal den Gegner loben und manchmal muss man einfach sagen, Snedka ist der Arsch. Also ja, so läuft es halt. Hooper. Weißt du, wollte ich gerade spielen. Und dann nicht. Oh, Donovan, oh Donovan. Man läuft nicht hinter den Gegenspieler bei einem Einwurf. Das sollte man in der Barclays Premier League wissen. Das habe ich in der D-Jugend mal gelernt. Oder was weiß ich, wo das war. Loni. Finte. Flanke. Dos Santos. Kommt da erstmal nicht ran. Deegan, zweiter Versuch. Aber das war ja eine Null auf weiter Flur. Ja, da
An diese 0 kommt erstmal auch keine andere ran so schnell. Eventuell Loni lässt sich noch ein bisschen berangeln, ja, betatschen, begrapschen vom Schiri, aber dass da was läuft, das wissen wir ja schon seit Jahren. Ja, wenn auch eher negativ, aber egal. Dos Santos. Dos Santos. Ja, da war jetzt mal was hinter. Super Einsatz. Da hat er super Kampfwille gezeigt. Den Ball nicht verloren gegeben. Und zwar zweimal. Das war ein Foul. Das wird gepfiffen, ganz klar. Loni geht kurz und Jack Daniels schlägt weg. Halbzeit. Northampton hat, hat hier ein 1, ein 2, ein, eventuell sogar ein 3-0 verdient. Ja, aber sie machen es halt nicht. Dann sind sie selber schuld. Hooper, Gott, der Pass war nicht optimal. Keeper ohne Probleme. Und so rettet man sich halt auch in die Halbzeit, indem man Northampton heißt und einfach seine Chancen nicht macht. Also, das, so rettet sich West Bromwich in die Halbzeit. Hooper, etwas zu weit. Myhill wirft nicht kurz, nein. Will natürlich ja jetzt in die Halbzeitkabine, weiß, dem Druck würde West Bromwich nur noch bedingt standhalten, wenn die, wenn jetzt in die Halbzeit kommen würde, ein bisschen Kräfte tanken, mental hier die Seele massieren lassen, wie man es nennen will. Ein paar Worte vom Trainer an sich richten lassen. Es kann wahre Wunder wirken und heute muss es das, weil so kann es nicht weitergehen, wenn West Bromwich Punkte will. Aber nochmal dieses wunderschöne, dieser wunderschöne Pass nach 3 Minuten. Eine Schnitte. Deluxe. Ah, Loni Hooper. Schön nach vorne. Sehr, sehr schön. Der rauscht da leider am Ball vorbei. Da war mehr drin. War mehr drin wie, mir fällt gerade kein, ich wollte gerade irgendwas. War mehr drin wie eine falsch etikettierte Flasche oder so. Weißt du, da steht drauf 03, aber es ist 005er Flasche und dann ist halt mehr drin. Das war so die Idee dahinter, die mega tolle. Merke ich selber. Langmead. Donovan Loni. Ach. Da hat er wieder gut aufgepasst. Also Loni's finden sie in letzter Zeit überhaupt nicht mehr. Und solche Grätschen brauchen wir hier überhaupt. Brauchen wir auch hier überhaupt nicht. Deegan kriegt es wieder nicht hin. Und jetzt ist es eben so eine gefährliche Situation. Es ist klar, dass West Bromwich heute oder es war klar, dass West Bromwich heute noch irgendwann irgendwie eine Chance bekommen wird. Und wenn sie die machen, haben sie eine Chance gemacht von einer Chance, ja? Und ansonsten haben sie, Northampton hat halt 0 Chancen gemacht von 30. Ja! Kamikaze. Das Northampton Spiel in einem Wort. Kamikaze. So, John Morrison geht. Der ehemalige WWE-Wrestler. Ab geht's. Machado Paulsen. Ja, hat eine schöne Frisur. Das wird sein Merkmal in diesem Team. Nicht, dass er gut spielt, sondern nein, die Frisur macht es aus. Das merke ich auch selber. So, Paulsen. Ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich der an wen. Aber ich weiß nicht, an wen gerade. Morris. Morris, schön hinterhergegangen. Super gekämpft. Den Ball nicht verloren gegeben. Genau sowas brauchen wir doch jetzt. Larindo dos Santos. Ich habe so das Gefühl, Northampton hat einen Flair für ausländische Spieler irgendwie. Zum Beispiel, zumindest die Namen lassen das vermuten. Morris. Oh, Hooper. Schön. Hooper. Aber da geht noch was. Alle Northampton jetzt vorne versammelt. Emerton, Deegan, irgendwer muss noch einen Kopfball. Naja, klar. Klar gewinnt keiner ein Kopfballduell. Deegan ist auch zu blöd, zum Ball zu gehen direkt. Wunder, dass er dann noch was bekommt. Nämlich ein Einwurf. Loni wird ausgewechselt. Nichols kommt. Ja, Lonis Glanzspiel war es natürlich nicht. Loni ist, ich habe es schon so oft gesagt, ein Spieler, der einfach zusticht, wenn er zustechen muss. Ansonsten ist sein Spiel meistens zumindest nicht überragend. Also es kann überragend sein, ganz klar. Aber meistens ist es halt nicht so. Du sollst eigentlich einfach auf die Flügel spielen. Mehr sollst du. Du sollst keinen kuriosen Stallpass da machen. Einfach Flügel, ja, nicht mehr. Und natürlich auch nicht weniger. Also das war ganz, ganz schwach. Und da hat man jetzt einen West Bromwich-Fehler nicht genutzt, den man hätte nutzen können, den man ganz klar hätte nutzen können. So, schön geschickt, Nichols. Aber wieder weg. Die Zeit läuft ihnen davon. Sie müssen jetzt effektiv ein Tor machen. Das kann doch nicht sein, dass sie schon wieder an ihrer eigenen Effektivitätskrise scheitern. Dos Santos. Oh, jetzt lass doch mal einen Ball auf die scheiß Flügel gehen. Dann mache ich es halt so.
Amankwa, ja, wo soll er denn hinspielen? Ja, wo soll Amankwa denn hinspielen? Lauft euch frei, ihr Gurken. Sind wir hier zum Statuen wegstehen oder was? Paulsen. Paulsen geht alleine, lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. Flankt rein, Nichols. Freistoß. Nichols scheint gefoult zu haben, scheint mit dem Ellenbogen irgendwie aktiv gewesen zu sein. Mojo kommt. Fußball sind 15 scheiß Minuten. 0-0 wäre wieder so unglaublich unnötig. Es wäre unnötig. Eine Niederlage wäre noch viel unnötiger. Aber das, wem erzähle ich denn das? Ich erzähle es euch und ihr seid ja lang genug dabei, um zu wissen, dass es sowas, dass man sowas einfach nicht braucht, sowas gar nicht nötig hat, allein vom Spiel her. Digen, uiuiui. Das war ja ein Torschuss der ersten Güteklasse. Torschuss Klasse 1, Junge. Ich weiß nicht, wer soll schießen? Dos Santos. Mojo. Erstmal nicht Diegen. Diegen, alle jetzt, alle rangeln um den Ball. Diegen ist da. Ja, Versuch 1. Diegen. Und da kommt er nicht ran. Jetzt 1 gegen 1. Lengmied holt sich den Ball aber sicher. Super gemacht. Lengmied Versuch 2. Und dann gehen sie nicht zum Ball hin. Das ist, also, das ist teilweise ein Trauerspiel. Das ist teilweise so schön von der Fem. Und teilweise ist es einfach traurig, was sie machen. Ich, ganz ehrlich, ich berufe bald eine Schweigeminute ein, wenn es so weitergeht. In der Minute mache ich auch gar nichts. Dann lasse ich das Spiel einfach weiterlaufen, aber... Es sieht so aus, als würden sie einfach, würden sie es wieder nicht schaffen, zu gewinnen. In einem Spiel, was sie... Was gewinnen ist so... Es wäre gar kein Problem gewesen, wenn man einmal effektiv ein Ding ins Netz gelegt hätte. Einmal. Es hätte nur ein Tor gebraucht. Defensiv brennt heute nicht allzu viel an. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, zu viel. Das haben wir sicher, aber da geht halt was. So, und schnell kannst du den auch nicht spielen, weil sich einfach keiner anbietet. Mal wieder. Alle gehen irgendwie nach vorne, aber Struktur ist dahinter einfach, ist da einfach nicht hinter. Hoi, 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 hoi. Kommt, 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 kommt. Das werdet ihr doch jetzt hinkriegen. Leute, Leute, Leute. Morris. Morris kriegt es nicht hin. Och, Mann. Zack. Ja. Das wird es gewesen sein. Ein 0-0 der Unnötigkeitsklasse 7. Von 3. Ja, es gibt 3 Unnötigkeitsklassen. Das war Unnötigkeitsklasse 7. Das kotzt so an. Man braucht es einfach hin und vorne nicht. Mojo. Mojo. Immerhin noch mehr Eckball. Ich schwitze hier Blut und Wasser. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr und ich werde nicht mehr. Und Snetka wird jetzt diesen Eckball treten. Es ist mir einfach egal. Nichols. Okay, das war's. Eventuell gibt es noch das Gegentor. Nein, gibt's nicht mehr. Mann! So, was, es macht einfach sprachlos. Es, warum? Warum? Das interessiert mich auch gar nicht, Spiel. Fick dich. Ja, und diese, ganz ehrlich, diese Spiele, die werde ich sowieso nicht machen. Manchester City. Weg. Mittelmaß fickt dein Kram. Ach, es ist gerade Transferzeitraum, deswegen haben wir Spieler geholt. Okay. Aha, ja, das ist total interessant. Ja, sehr interessant. Northampton in Manchester City. Das letzte Spiel der Aufnahme. Es muss jetzt knallen. Keine Frage. Wenn es jetzt nicht knallt, dann wird es nicht mehr knallen. Weiß ich nicht. Wollte noch irgendwas hinterher schieben, aber es ist ja nichts mehr. Das nächste Mal sehen wir uns hoffentlich wieder. Mein Name ist Loni. Und hoffentlich läuft das nächste Mal besser. Meine Güte.